Hab scheiß Schmerzen. Ja, echt heavy hier mit dem Schnee und dem Runtergehen. Geht's noch? Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Übernachten machen. Keine Ahnung. Unser Weg verläuft dort oben. Wir müssen jetzt hier hoch, um wieder auf dem Weg zu sein. Habe ich das? Ja, aber es ist verboten. Ne?
Na, noch fit? Ja, astrein. Bisschen schade, dass hier die Hütte zu hat. Bis jetzt? Saugeil, die Tour. Muss ich schon sagen. Mhm. Landschaftlich einmalig, dieser doch natürlich tote Wald. Aber mit den Jungpflanzen, die kommen. Ja. Sehr ehrfürchtig. Richtig. Der eben verschleppt sich mit so einem Scheißding ab. Kannst du mich jetzt fragen, Bernd? Ja, schaffe ich. Ja, leichter Rücken. Ja, wir haben die Rucksäcke jetzt mal stehen gelassen, weil wir wollen den letzten Zipfel des Gipfels erreichen. Zipfel des Gipfels. 15 Minuten noch. 15, ja, so ungefähr. Jetzt fängt es ordentlich zum Pissen an. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Weil, ja, Lager noch suchen nachher und so weiter. Gipfelglück ist da, wir haben es geschafft. Aber jetzt kommt gleich der krasse Weg. Wir müssen da wahrscheinlich durch diese Schneefelder zurück nach unten. So, wie Schicksal so spielt, bin ich auf einer kleinen Schneefläche umgeknickt und habe mir meinen Fuß verstaucht, verknackst oder wie auch immer. Hab scheiß Schmerzen und es geht schon zum Laufen so. Jetzt muss man mal gucken, wie es mit dem Runtergehen ist und ja, notfalls. Sag mal ganz langsam runtergehen und dann musst du entscheiden, genau wie es dann aussieht. Schöner Dreck. Und auf jeden Fall nichts verzwingen, das ist immer ganz wichtig, wenn man draußen ist. Weil hier, das ist ein Gebiet da, wir sind hier ziemlich weit weg von allem. Jupp. Ja Leute, so kann es gehen. Ja. In einer Sekunde noch Freude, in der anderen schon wieder Scheißdreck. Und so völlig banal und unsinnig. War ja nicht mal eine große Aktion oder so, einfach so. Wegschnackselt. Naja, gut. Ja, jetzt gehen wir mal weiter runter. Thank you.
ja, echt heavy hier mit dem Schnee und dem Runtergehen. Ganz schön steil hier und das ist heavy, ne? Tut auch weh, also nach wie vor, aber rumjammern hat man jetzt auch keine Zeit. Das ist hier mal so richtig, ja, ich kann nichts sagen dazu, ist halt mal anders. Dumm gelaufen. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Übernachten machen, keine Ahnung. Im Moment weiß ich es nicht. Jetzt will ich erstmal heil unten ankommen. Und der Atze auch. Definitiv. Also Bernd, echt blöd. Ich habe jetzt so oben mal nachgeschaut. Unser Weg verläuft dort oben. Wir müssen jetzt hier hoch, um wieder auf dem Weg zu sein. Weit? Mal, ist weit? Ein bisschen schon, ja. Das macht hier querfeldein keinen Sinn. Nee. Wir haben mit Auto Active navigiert. Und Auto Active hat uns angezeigt mit dem gleichen GPS-Signal, dass wir auf dem Weg sind. Ich habe jetzt mal bei Bergfax-Tour nachgeschaut. Gleiches GPS-Signal. Und da hat man gesehen, dass der Weg deutlich weiter oben verläuft. Die Wege sind immer ein bisschen ungenau. Da sollte man sich nicht immer so drauf verlassen und vielleicht auch sogar zwei, drei Apps dabei haben, im Notfall, wie wir es hier auch haben, um sicher zu gehen, dass man bei so einem schlechten Terrain auch irgendwie auf dem Weg bleibt. Ich habe etwas getrunken. Ja, schon krass hier. Die Schneefelder waren der Horror. Also mit dem verletzten Fuß und so, das ist schon... Der Arzt hat dann immer Spur vorgetreten. Das sieht man ja auch ein bisschen, hoffe ich, bei der Action-Cam-Aufnahme. Und dann kann man dann schon hinterher steigen und immer schön die Hacken rein. Also so mit einem gesunden Fuß hätte man das leicht überstanden und ein kleines Abenteuer gesehen, aber so mit dem Schmerz. Wobei, ich, komischerweise, wenn ich stehe oder auf dem Schneefeld laufe, tut es gar nicht so doll weh. Nur sitzen und wieder aufstehen ist scheiße und halt so gewisse Bewegungen. Muss mal schauen, wie gesagt, überlegen die ganze Zeit, ob ich vielleicht, ob wir dann heimfahren und vielleicht sogar ins Krankenhaus schauen. Haben uns ein bisschen den Weg freigesägt hier. Da ist ja kein Durchkommen mehr. Wir sind auf dem Weg nach unten. Es wird besser. Endlich mal unseren verdienten Rast. Wir haben jetzt seit viel Stunden nicht mehr gesessen. Das kann man gar nicht mehr sagen, hey. Die Sonne geht schon unter. Viertel vor acht haben wir schon. Viertel vor acht. Leute, krasse Geschichte. Ja, wie geht's mir gerade? Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ich habe jetzt eine Ibuprofen genommen mit 800 Milligramm oder 850 sogar. Ich sage mal, es geht. Es ist erträglich. Die Laune steigt natürlich auch hier unten ein bisschen. Wir sind nicht mehr ganz so demoralisiert. Es war ja eigentlich nur noch ein Kampf. Darunter. Aus diesem Kessel raus. Von der Nordseite mit dem Schnee. Ja. Ja, ich bin kaputt. Der Atze ist kaputt. Ich auch kaputt. Die Knie tun uns weh. Aber ich muss auch sagen, der Atze hat dann noch Last von mir genommen. Aus dem Rucksack raus. Sehr kameradschaftlich. Abgelaufen hier das Ganze. Also Schneebahnen freigetreten. Ist auch in so einer Situation wichtig, weil es war einfach wirklich kein Spaß. Nee. Aber das, ja, das wird lange in Erinnerung bleiben und sowas schweißt doch echt zusammen. Mhm, definitiv. Gib mir Pfeif, Mann. Wir sind heil runtergekommen. Hätte auch anders ausgehen können. Vielleicht sieht das im Video auch nicht so krass aus. Das kann man jetzt nicht sagen, gell? Ja, es war aber krass. Ja. Und einfach wirklich ein verstauchter Fuß, der solche extreme Probleme verursacht. Ja, weil du hast halt auf der Seite, ich war jetzt auf der linken Seite belastet immer. Es geht natürlich die linke Seite futsch irgendwo. Und jeder blöd liegende Baumstamm wird zu einem Problem. Ja. Muss man teilweise, haben wir 10 Minuten gebraucht, die zum Umlaufen irgendwie. Mhm, ja, teilweise auch freigesägt haben wir. Ja, Kletterpartien waren nicht möglich. Nee. So Leute, sorry fürs schlechte Licht. Ja, wir sind jetzt am Auto. Wir haben uns entschieden, definitiv abzubrechen. Das hat nichts mehr gebracht. Wir hatten viele, viele Gründe. Mhm. Und ja, und so gesehen war es halt eine Fail-Tour, ne? Also so ein Fail war es eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist, weil wir haben unsere Runde wirklich
fertig gemacht. 18,5 Kilometer, 900 Höhenmeter, das ist schon eine Ansage. Ja. Vor allem bei dem Gelände. Mhm. Und dann mit einem Fuß nur zurück. Boah. Ja, das war so. Schwede. Genau, ich bin jetzt draußen auch. Ja, das war so das krasseste Erlebnis, was ich je hatte. Und bei dir weiß ich es nicht. Genau, ich denke auch unter anderem das. Also mal auf die Art und Weise mal wirklich mal festzustellen, mal wieder so, ja, man darf die Berge nicht unterschätzen. Wir haben sie nicht unterschätzt, nee. Deswegen sind wir heil auch jetzt hier angekommen. Ja, also wir wussten schon, aber was wir zu tun haben. Und hatten auch. Definitiv, aber das ist einfach mal wieder ein gutes Training und einfach auch. Ja, erfahrungswert. Gut zu sehen, erfahrungswert, richtig. Okay, an der Stelle mache ich total übermüdet und der Arzt ist total abgeschlaucht. Ja. Ein Tschüss und danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit gesundem Fuß in der Natur draußen. Ciao, Leute. Macht's es gut. Tschüss. Servus, ciao. Und ich melde mich, wenn ich weiß, was Sache ist. Ciao.